Könntest du den Hadith erläutern, in dem gesagt wird, dass 70.000 Menschen ohne Abrechnung ins Paradies gelangen? Hm. Der Prophet sagt in einem Hadith Sahih, dass 70.000 Menschen ins Paradies ohne Abrechnung kommen werden. Er sagte, min ummati yadkhuluna al-jannata bighayri hisab hum alladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Es sind Leute, die nicht an Aberglaube glauben, die keine Ruqya ohne Grund erbitten und die kein Kay machen. Was bedeutet Kay? Al-Kay. Das ist eine Heilmethode damals gewesen. Wenn jemand eine Wunde hatte, haben sie ein heißes Eisen genommen und auf die Wunde getan. Ja? وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und sie vertrauen alleine nur auf Allah. Genau. Aber ein Missverständnis, was sehr oft verbreitet wird, ist wegen der Ruqya. Er hat Probleme, er hat Sihr ein, sagst du, mach Ruqya, Bruder. Ja, aber ich will zu den 70.000 gehören, die ohne Abrechnung ins Paradies gelangen. Ja, aber hast du verstanden, was damit gemeint ist? Damit ist gemeint, dass du Ruqya erbittest ohne Grund. Damit ist nicht derjenige gemeint, der Ruqya mit Grund erbittet, sondern damit ist derjenige gemeint, der Ruqya ohne Grund erbittet. Wallahu a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiban.